Im Grunde ist es überhaupt nie wichtig, wo es herkommt. Die Auflösung ist wichtig. Die Personen, also diese energetischen Partner, ist das denn wichtig zu wissen, wer das ist? Ist das wichtig? Im Grunde, die lachen, im Grunde ist es überhaupt nie wichtig, wo es herkommt. Die Auflösung ist wichtig, aber es ist interessant für uns oft. Okay. Und manchmal kann es hilfreich, nicht wichtig, aber hilfreich sein, um eine Bewusstseinsveränderung zu kreieren. Ah. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte eine Klientin, die ein schönes Leben hatte, also so sah schön aus, okay, wie es sich anfühlt, ist ja immer eine ganz andere Sache, aber immer im Stress war, immer, oh mein Gott, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Und dann in der Lesung kam raus, dass es ein Kindheitstrauma war, wo die Klientin sich zu Hause als Kind nie sicher gefühlt hat. Da gab es keine Regeln in dem Haushalt. Egal, was sie gemacht hat, wo sie gedacht hat, jetzt habe ich es wirklich gut gemacht, kam trotzdem eine Ohrfeige oder trotzdem eine Bestrafung. Da gab es keine Regeln. Verstehst du, was ich damit meine? Aus diesem Gefühl von der Kindheit war immer diese Scham da. Ich bin nicht gut genug, ich fühle mich nicht gut genug. Und jetzt in ihrem heutigen Leben tut die Klientin jedes Mal, egal was es ist, dieses Gefühl haben, so je schneller ich es mache, umso schneller komme ich aus dieser unangenehmen Situation raus, dieses Kindheitstrauma. In dem Moment, wo sie die Zusammenhänge verstanden hat, nicht, dass es auf einmal weg war, aber war sie bereit zu sagen, oh, okay, jetzt will ich aber auch mal diesen Stress anders loslassen. Nicht nur, okay, meditieren und dann wieder in den Stress reingehen, sondern wirklich dieses innere Kind, dem inneren Kind sagen, du bist gut genug, du bist geliebt, du hast nichts Falsches gemacht. Darum ging's. Und so, wie sie dann langsam verstehen konnte, dass sie jetzt Dinge gut macht und sie sich jetzt selber loben darf, dann ist der Stress auch langsam weggegangen. War das jetzt wichtig? Hätte sie es auch anders machen können? Ja, aber hilfreich war es trotzdem.